Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Webcam-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Webcam-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Leutad Webcam. Weiter geht es mit der Leutad Webcam, die in der reduzierten Mittelklasse geschätzt wird. Diese Version hat 2 Megapixel und filmt auch ihre Videoclips mit einer Premium-Full-HD-Auflösung. Die Webcam kann bis zu 25 Bilder pro Sekunde belegen. Leider hat diese erschwingliche Version keine Autofokus-Funktion, aber manuelle Konzentration ist möglich. Bedauerlicherweise gibt der Lieferant keine genauen Informationen über das Sichtfeld, spricht aber von einem umfangreichen Sichtfeld. Diese kostengünstige Nocke ist mit einer herkömmlichen optischen Linse ausgestattet und verfügt zudem über ein modernes Doppelmikrofon mit Rauschunterdrückungstechnologie. Im Zug auf Nummer 4 haben wir die Webcam Autofokus. Jetzt kommen wir zurück zu einem Gerät, das in der oberen Mittelklasse in Bezug auf den Preis klassifiziert werden kann, die Spital S931 Webcam. Dieses Modell liefert Ihnen 3 Megapixel und dokumentiert sogar Ihre Videoclips komplett HD. Darüber hinaus hat die Webcam ein extrem großes Sichtfeld von fast 100 Levels und kann auch bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Diese Version ist zusätzlich mit einer Autofokus-Funktion ausgestattet, obwohl der Lieferant leider keine Angaben zur maximalen Sorte macht. Diese Kamera verfügt über ein modernes Doppelmikrofon mit geräuschunterdrückender moderner Technologie. Auf Platz 3 haben wir die Microsoft Leafcam. Als nächstes möchten wir Ihnen das allererste Produkt aus den unteren Tarifbereichen vorstellen, die Microsoft Leafcam HD 3000 Webcam. Dieses Gerät liefert Ihnen eine solide Auflösung von 1280 bis 720 Pixeln und kümmert sich um ca. 30 Framevox pro Sekunde. Die Nocke hat ebenfalls eine Autofokus-Funktion mit einer Serie von ca. 3 Metern sowie Film um 16:9 Breitbildformat. Diese Videokamera hat 1 Megapixel. Die Leafcam HD 3000 verfügt über ein omnidirektionales Geräuschunterdrückungsmikrofon und ist nach Angaben des Herstellers auch Skype zertifiziert. Im Zug auf Nummer 2 haben wir die Oakley Webcam. Weiter geht es mit der Oakley BCLM1 Webcam, die in der reduzierten Mittelklasse preislich erhältlich ist. Dieses Modell verwendet sie eine einigermaßen reduzierte 2 Megapixel. Aber immer noch Filme mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 bis 1080 Pixel. Darüber hinaus bietet Ihnen die Oakley Webcam ein Sichtfeld von 55 Grad und auch eine Autofokus-Funktion für eine Reihe von bis zu 5 Metern. Die Oakley Webcam ist mit einer 1:3-Mos-Bildmesseinheit ausgestattet und verfügt über ein geräuschunterdrückendes Stereo-Mikrofon, das nach Angaben des Anbieters. Sollte Ihnen eine kristallklare und allnatürliche Audioübertragung gewährleisten. Darüber hinaus ist diese Webcam auch Plug and Play qualifiziert und funktioniert ohne Montage jede Art von einzigartigen Softwareanwendung. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Logitech C920. Zunächst möchten wir Ihnen die Logitech C920 HD Pro Webcam vorstellen, die in die Kostenvielfalt oder in den oberen Mittelgang eingeteilt werden kann. Diese Internet-Videokamera bietet Ihnen eine wirklich starke 15 Megapixel und auch Filme mit einem Sichtfeld von 78 Grad. Dies deutet darauf hin, dass das Tool in der Lage ist, Full-HD-Videoclips mit 1920 bis 1080 Pixeln aufzunehmen. Darüber hinaus hat die Nocke auch eine Fahrzeugbetonungsfunktion, die sich nach Angaben des Anbieters bis zu einem Abstand von 6 Metern entwickeln sollte. Auch die Logitech C920 HD Pro zeichnet sich durch eine hochwertige komplette HD-Glaslinse von Carl Zeiss aus. Darüber hinaus ist das Werkzeug mit einem 2 geräuschunterdrückenden Mikrofon ausgestattet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen.